ein herzlich willkommen, jetzt sieht er mich auch von vorne. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Thorsten hat schon viel richtig gemacht, sehr schön. Ja, ich versuche auf Jahre die Technik und die Physik etwas näher zu bringen. Sportfreund, ich sehe gleich rot hier. Gut. Bevor die Technik gleich ganz aussteigt, wollen wir mal starten. Hui, das wird heute länger dauern hier. So, ich brauche eine kleine Gehilfin hier und habe gedacht, er macht nichts. Normal ein Publikum, aber die Rike, die hat so Zeit, ich gehe so um, so viel Zeit, dass sie gerade mein WhatsApp-Status angucken kann. Oh, und sie fühlt sich ertappt. Hier oben sitzen sich Chris. Scheiße, gib mir das Mikro. WhatsApp-Status. Es gibt bei uns einen Katerfrische mit Narrengericht und der Einzige ist ja richtig schön totlacht, ist schon der Prinz der Sachbehalt, das kommt man nie mit klein. So, Rike, komm her, wir machen zusammen Physik. Wir versuchen diesem Publikum heute die Forschung näher zu bringen. Vom Niveau hochgehen von Pullermann und was nicht alles heute schon gefallen ist hier. Pass auf, du kriegst jetzt die Aufgabe erstmal etwas Luft hier reinzubringen, du darfst Blasen oder die Hand benutzen, um nochmal, doch einmal auf dieses Niveau zu gehen, einmal. Nimm die Hand, ist besser. So. Durch diese Hubbewegung, die sie jetzt macht, verdrängt sie Luft aus diesem Kübel, vorne eigentlich in den Luftballon. So, du musst zudrücken, dass die Luft drin bleibt. Und jetzt ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Schneller, schneller. Also jetzt weiß ich, warum Familie und Mühlhaus nur Weiber hinkriegen. Und das ist hier. Gut, halt mal ganz kurz dieses Mikro bitte. Dieses freche Lachen, ich versuche mal länger zu machen. Sehr schön. Gut, wir versuchen einfach mal, ihr Frauen lacht uns immer aus, wenn es Geld um Kälte geht. Und ich habe jetzt mal sozusagen symbolisch, machen wir mal die Kälte nach. Was denn passiert bei Kälte immer so, bei dir so oder bei Dennis? Ihr kuschelt, genau. So, wir zeigen mal wirklich einfach mal an Land dieses Luftballons. Einfach mal, was passiert, wenn wir zu lange, wir Menschen, an der Kälte bleiben. Ich habe hier so ein bisschen Kälte einfach mal mitgebracht und wir achten mal drauf, die ganze tolle... Okay, das ist passiert bei Dennis, wenn Schwiegermutter vorbeikommt, ne? Oh je. Oh je. Da kannst du so viel... Nein, das Niveau wollten wir ja nicht mehr machen. Nein, 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 nein. So. Wir schauen noch mal hier, oh ja, Schwiegermutter bleibt lang zu Besuch. Und wir gucken mal, was noch so passiert. So, und jetzt zeigen wir auch mal, wenn es immer heiß ist, ist es alles so klein und es ist so kalt, was unsere Prinzessin alles so hinkriegt, wenn sie einfach nur mal, ich sag, pustet. Ich sag jetzt nicht das andere schlimme Wort, das ist euch auch schon vorher aufgefallen. Und Friede kriegt es hin, ganz schnell aus einer ganz kleinen Sache wieder ganz große Sachen zu zaubern. Auch das ist jetzt noch nie so passiert. Auch das vergessen wir ganz schnell wieder hier. Das ist ja. Schwarze Wurst, genau, Frau. Ja, ja, ja.
Sehr schön, das war erstmal für dich. Ich sehe schon, du hast ganz viele Versuche beim Mischen hier sehr durcheinander. Ich begleite dich hier rüber. Dankeschön. So, jetzt könnte man noch überlegen, was wir mit dem Prinzen alles so machen und mit der Kälte. Aber ich glaube, die beiden lassen wir mal raus. Und das zweite Mikro an? Auch wenn die Technik denn geht. Ja, hallo, hallo, ja, ja, jetzt bin ich vor. Also, na, wo ist denn mein Platz hier? Ich hab doch einen Platz gesucht. Also, ich hab doch einen Platz gebucht. Wo ist er denn? 88, 88, 88. Wer geht denn so auf meinen Platz hier? Sag nur, was ist denn nur hier? Also, das glaube ich ja nicht. Was? Ja, der Frau Schi, hier, Reporterin hier, Tage. Schieß nicht hoch, komm mal hoch hier, komm her. Da hast du aber Glück gehabt, wa? Aber die erste Frage gleich mal, hast du Geschwister, Zwillinge oder sowas? Nee, wieso? Hier waren vorhin schon drei hässliche Vögel, die ähnlich aussahen. Das glaube ich auch mal. Das glaube ich schon nicht, du. So. Was soll denn das? Ja, Entschuldigung, ja, da ging sie gerade nicht mehr durch, Entschuldigung. Ja, auch schön, dass Sie heute hier irgendwie anders aussehen und das ist gar kein... Heute kein Interview mit mir? Nee, ich bin heute inkognito. Gesundheit, was? Danke. Ich bin inkognito. Inkognito? Cognito. Ah, gut. Verstehst du nicht? Ja, doch, bestimmt. Ja. Wir sind einfach nur aus Langeweile hier, ja, ja. Ja, ja, ich bin heute mal anders hier, um dann, damit du das auch verstehst. Ich habe mich heute für den Karneval ein bisschen hübsch gemacht, ne? Nicht ganz gelobt, aber der Ansatz ist zu sehen, ja. Und was soll ich nur hier? Was soll das jetzt sein, wenn Sie sich verkleiden? Na, Pumuckl, das sieht man doch. Okay, ich versuche mich zu erinnern. Pumuckl konnte sich mal so verschwinden. Können Sie das auch? Nee. Sie können nicht verschwinden. Scheiße. Nee, das können Sie auch nicht. Sie können ja auch nicht verschwinden lassen, oder? Oh, verschwinden lassen kann ich. Und das muss ich, pass auf, das Publikum mal kurz auf meinen... Machen Sie mal die Ohrenfinger noch rein. Ja, dass Sie nichts hören. Ist das prima hin, ne? Pass auf, wir müssen jetzt mitmachen. Unsere Fitzpiepe, unseres hellstes Licht im Sonnenschein hier. Machen wir jetzt mal zwei, drei kleine Zaubertricks. Macht bitte mit, dass das größte Feuerwerk ist, was ich je gesehen habe am Zauberkunst. Und sie fällt drauf ein, pass auf. Lassen wir den Finger ziehen, ausziehen. Was? So, jetzt kommen wir wieder zu unserer Technik heute hier. Ich muss jetzt mit dem Handy spielen und der Technik was geben, weil die dir nichts geschissen kriegen. Ist hier frei ausrollen, jo. So, das musst du dann ranstecken und nochmal Play drücken. Fuck, das ist jetzt ein 7er. Gut, das geht auch nicht. Schmeckt nicht. Also, gib mal einfach dramatische Musik bitte schnell ein. Das ist heute ein Ding mit der Technik. War gut, dass du Zeit zum Saufen hast, ne? So, pass auf, ich zeige dir, ich habe denen ja gerade schon ein bisschen was gesagt, ich zeige dir gleich die Mystik. Was für ein Ding? Die Mystik, den Zauber. So. Hier wollen wir mal anstoßen. Bis der Rock mal seinen Stecker drin hat. Ja, wenn das so ist, dann los. Ja, wenn das so ist, dann los. Ja, wenn das so ist, ja, wenn das so ist, ja, wenn das so ist, dann los. Ja, dann hau mal den Riemen auf die Platte, heißt es so schön, ne? Thank you.
Ach, scheiße. Nee, doch, ich hab noch einen. Ich hab noch einen. Verdammt, machen wir all die Scheiße. Sicherlich auch sehr doll verfolgt, so wie das Europäische Parlament. Ne? Jetzt wollen wir ja mal wieder tiefgründig werden. Mit der Zeitumstellung uns befragt hat als Bevölkerung, bestimmt haben alle super mitgemacht, dass uns die Sommerzeit genommen werden soll. Ne? Haben Sie mitbekommen? Nee, jetzt wie was? Was? Also, wir wurden ja befragt, alle mal zusammen, dass die Zeitumstellung ja wegfallen soll. Und die Sommerzeit fällt weg. Und bei der Sommerzeit wird uns ja eine Stunde weggenommen. Uns fehlt ja eine Stunde. Also mir fehlt eine Stunde. Nein, die Stunde wird uns weggenommen. Diebe! Schwestern, die vorhin hier waren, haben sie auch die Dinger gemacht. Nein! Sie müssen die Uhr verstellen. Also, die Zeit fehlt ihnen. Sie müssen die Uhr verstellen. Ach, damit der Dieb zu spät kommt. Nein, sie müssen die Uhr umstellen. Ja genau, damit er sie gar nicht erst findet. Das ist ja noch besser. Aber wo stelle ich denn bloß die Uhr hin? Sie müssen sich die Uhr vorstellen. Ach so, ja. Was ist jetzt los? Na, ich stelle mir jetzt eine Uhr vor. Ja, nein. Sie müssen sich die Zeiger auf Ihrer Uhr vorstellen. Nee, die brauche ich nicht vorstellen. Die geht immer richtig. Die gehen genau nach dem Mond. Die Uhrzeit wird dann allen weggenommen. Was, allen? Ja, allen hier. Jeden? Das ist ja das organisierte Verbrechen. Naja gut, okay. Ich sehe schon, Sie atmen so schwer. Das ist gar nicht gut, ne? Dann werde ich Ihnen meine Uhr eine Stunde vorstellen. Nein! Nein, natürlich eine Stunde. Warum eigentlich eine Stunde? Die Sommerzeit geht doch für immer zu Ende. Und die Winterzeit bleibt. Und da wird Ihnen noch die Stunde zurückgegeben. Na, das ist ja prima. Da hat man den Dieb ja schon gefangen. Ich bin immer so doof, wie ich aussehe. Auch da könnte man Studien machen, aber nein, das machen wir nicht. Gut, ich vergesse mal das auch. Aber ich sehe schon, Sie haben etwas Schönes mitgebracht. Vielleicht kriegen wir da einen Konsens hin, dass wir mal das Niveau hier ein bisschen heben. Ja, das ist ein, das ist ein Bettspiel. Was ist das? Ein Bettspiel, was ich gestern käuflich erworben habe. Das ist kein Bettspiel, das ist ein Brettspiel. Und da haben schon die Alten mitgespielt, aber ohne die Pfarrer. Ich sehe schon, das wird anstrengend. Nein, das haben nicht die Alten ohne ihre Pfarrer gespielt, sondern die alten Pharaonen. Ja, ja, ich weiß, ich kenne mich aus in dieser Mystologie. Ach, haben Sie einen Hänger? Nee. Und genau die saßen nämlich zu Füßen einer Bühne. Nein. Das waren die alten Pharaonen zu Füßen der Pyramiden. Einer Python hat gar keine Füße, das geht schon mal gar nicht. Ja, ja, ich weiß. Und genau das war ihr Mirakel. Nein, auch das Mirakel wird gekocht in der Küche, was sie anscheinend auch häufiger machen. Es war das Orakel der Leute. Also Professor, wenn Sie sowieso alles besser.
besser wissen. Dann brauche ich Ihnen ja hier nichts mehr zu erklären. Na gut, vergessen wir das Schwamm wieder. Wieso? Ist doch sauber. Nein, ich meine den Gedanken. Kommt eine Mülltonne mit den Gedanken, es geht weiter. Ach, Mülltonne, Mülltonne, alles in eine Mülltonne. Das passt doch gar nicht da rein. Außerdem ist das viel zu schön. Psst. Jo, gut. Dann, also Sie spielen Schach. Ja, ich spiele, was mache ich? Sie spielen Schach. Ja, wie kommst du darauf? Weil das ein Schachbrett ist. Ach so, nein, guck doch. Oh, das ist ein Schachbrett. Natürlich spiele ich dann auch Schach. Und Sie wissen, dass das schon 2000 Jahre alt ist. Was? 2000 Jahre? Donnerwetter, das sieht man dem Ding ja gar nicht an. Das ist ja ein Wundermaterial, du, was? Nein, nein, nicht das Brett. Aber es haben vor 2000 Jahren schon die alten Syrer, die alten Inder und die alten Pharaonen gespielt. Damit, was die Alten alles so spielten. Und die spielten gerne damit, was? Ja. Wollen wir eine Partie wagen? Na klar. Wer war gewinnt? Ich bin ja kein Schachverderber, aber ein Spielverderber. Aber nochmal für alle, das Schach ist ein ernsthaftes Spiel, ne? Ernsthaftes Spiel. Gut, dann stellen wir mal auf. Ich nehme Schwarz, Sie nehmen Weiß. Genau, und jeder was einer wert, weißt du, ne? Was machen Sie denn da? Ich stelle meine Figuren auf. Ich habe alles so am Rand. Das gehört doch so. Ja, da bleibt ja nichts mehr für die Mitte übrig. Ach, was ist bei Ihnen los? Warum stehen die Bauern alle auf einem Fleck? Ja, die haben gerade so Produktionsbesprechung. Ernsthaftes Spiel. No, sag ich. Gut. Okay, wir sind bereit. Aber wo sind Ihre Türme jetzt eigentlich? Meine Türme? Ich habe Türme? Achso, ja, die sind getan. Darauf lasse ich sie beobachten. Also, ich würde erstmal da hinten so die Tischreihen beobachten lassen, was hier schwatzen. Okay, was da rauskommt. Aber das werden Sie wieder nicht merken. Weiß nicht zu. Gut. Aber, gut, die Türme sind auch nicht da. Die Läufer sehe ich auch nicht bei Ihnen. Was ist denn los? Die Läufer? Ja, wo laufen sie denn? Wo laufen sie denn hin? Wo laufen sie denn hin? Ach, der Professor braucht einen Läufer. Willst du noch mal Bier holen? Ist so trocken, Jung. Nein, ich meine eigentlich die Spielfigur auf dem Brett. Da fehlt mir der Läufer bei Ihnen. Ach so, ja, die hat schon eine Tasche. Warum ist denn der Läufer in Ihrer Tasche? Na, den spiele ich immer als letzten Stich aus. Was ist denn das hier schon für eine Regel? Nur ganz normal. Aber, Professor? Ja. Professorchen? Was ist denn los? Wir können nicht da anfangen. Warum können wir nicht da anfangen? Nein, ich hab was vergessen. Was haben Sie denn vergessen? Oh, ich hab die Würfel vergessen. Was für Würfel? Na, die Würfel mit den Augen drauf. Schach spielt man nicht mit Würfeln. Nicht? Nein. Dann spielen Sie das ja ganz anders. Doch. Gut. So. Ja. Und was ist mit Ihrem König los? Och, mein König, der hatte letztens die Grippe. Oder sagen wir mal besser, die Grippe hatte ihn. Aber er ist schon wieder auf dem Weg der Besserung, ne? Aber danke der Nachfrage. Ich meine wieder die Spielfigur. Was ist denn heute los mit Ihnen hier? Das ist ja noch schlimmer wie sonst. Figur? Also ja, also ich habe jetzt ein bisschen abgenommen. Also unten rum ist jetzt 120 und oben rum nur noch, ich weiß nicht, ich muss nochmal nachmessen. Aber vielleicht hilft einer vom Elberrad beim Nachmessen, aber passen Sie auf, wie da meine Nippeln hängen meistens. Aber ist okay. So, also wir haben den König, wir haben die Türme gefunden bei Ihnen. So, ja, dann bin ich jetzt mal ganz mutig. Nee. Wie nee? Warum Sie glauben gar nicht, wie ich jetzt erstmal schachern werde. Warum werden wir schachern? Kontra! Kontra für was? Na, das Dings da. Der Dings da, wenn Sie den hier meinen, ist der König. Nein, den König aus Dingster. Der König aus Dingster ist der Fette aus Dingster, wenn. Was? Nein, dann ist es eben der fette König aus Dingster. Du stellst dich doch nicht so an. Ernsthaft? Natürlich. So. Das geht nicht. Gut. Also ich stelle meinen Bauern vor Ihr Pferd. Was machen Sie jetzt? Sollte ich mich anziehen? Auch richtig. Verdammte Kiste. Sie bringen mich hier ganz durcheinander rein. Also, noch einmal. Gut. Die Schwarz, die Weiß. Türme sind da, Läufer sind da. So. Sie fangen an mit dem ersten Zug. Mit dem was? Mit Ihrem ersten Zug. Ich soll jetzt einen Zug machen? Ja, Sie müssen einen Zug machen. Das ist beim Schach so. Na, ich weiß ja nicht. Wird's jetzt? Jetzt? Hier? Jetzt? Ja. Vor allen Leuten? Wir wollen Schach spielen. Zug. Ja, also dann sage ich mal, aber auf Ihre Verantwortung, ne?
Tuch, der Blödsinn, was soll das denn hier? Na, Sie haben doch gesagt, die schnellen Zug machen, nun mache ich einen ohne Schlüssel. Ein Zug auf dem Schacht, denn es geht um Schacht, ernsthaftes Spiel. Aber ich sehe schon, es wird mit Ihnen schwierig. So, jetzt bin ich aber mutig und schlage. Stell meinen Bauern vor Ihr Pferd. Was ist das mit der Naht heute? Nein, Sie müssen den Bauern auf mein Pferd stellen. Nein, ich stelle den Bauern vor Ihr Pferd. So geht das nein, dann. Nein, auf mein Pferd, Professor, schon auf mein Pferd. Vor Ihr Pferd, und was machen Sie jetzt? Ja, was mache ich jetzt? Was macht man denn da so? Du willst erstmal sagen, nichts. Sie machen nichts. Nö. Das Pferd steht hier so friedlich, was soll ich denn da machen? Gut, dann schlage ich jetzt Ihr Pferd. Was? Sie können doch mal ein Pferd nicht schlagen. Sie sind Tierquäler. Ich glaube wohl. Also wenn Sie jetzt mein Pferd schlagen, dann nehme ich den Fettkönig aus Nix da und schmeiße alles um hier. So. Ach, wissen Sie was? Genug. Ich gebe auf. Das hat keinen Sinn hier mit Ihnen. Sie geben auf? Na, da habe ich ja gewonnen. Das ist doch cool. Und dann hier Platze. Ich habe gegen den Professor gewonnen. Das glaubt mir ja kein Mensch. In diesem Sinne wünschen wir noch einen schönen Abend hier im Bündner Plegerode. Hello. Brauchst du ein Mikro wieder? Scheiß Technik, ne? Warte, hier. Doch, nee. Ja, liebe Herren, das war unser verrückter Professor mit seiner, wie hat's erst gesagt, Frau Schlacht mich tot. Schieß mich tot. Ach, schieß mich tot. Auf unsere beiden ein dreifach donnerndes Hello! 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 Und mir um zum KIC. Wir trinken jene Gölsch und wir fahren KVB. Henkel, Menschen, Milovic, bei uns ist immer jetzt los.